Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder da seid. Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gehen wir nach Hogsmeade. Wir haben beim letzten Mal hier den Raum der Wünsche eingerichtet. Ich glaube ehrlich gesagt, viel können wir hier noch nicht machen. Nee, ich springe. Ich würde das gerne... Achso, ich war noch nicht nah genug dran. Okay. Dipdam. Ja, wir können das mal einpflanzen. So, dann kann der ja schon mal wachsen. Können wir hier vielleicht irgendwas brauen noch in der Zeit? Der Edurus-Trank. Ja, Power-Trank. So, dann kann der auch mal noch brauen in der Zwischenzeit. Und wir begeben uns nach Hogsmeade, denn wir müssen uns einen Besen besorgen. Da freue ich mich besonders drauf. Vor allem zu sehen, was für unterschiedliche Optionen wir haben. Wir gehen dazu mal auf die Schnellreise. Was ist das denn hier? Der Raum der Wünsche und die Kartenkammer. Ach ja, die Kartenkammer. Ja, da müssen wir deswegen... Ach ja, jetzt erinnere ich mich auch langsam wieder, warum wir auf Professor Fig warten müssen, vom Storystrang her, weil wir ja noch diese Seiten brauchen. Nicht die Seiten brauchen, weil wir das Buch brauchen. Die Seiten haben wir ja schon gefunden, die fehlenden. Und dann müssen wir ja noch in die Kartenkammer und müssen da das Buch hinbringen. Und dann sollten wir Talente freischalten, glaube ich. Oder haben wir jetzt die Talente schon? Wir haben die Talente schon. Stimmt. Raum der Wünsche. Bleibende Talentpunkte. Einer. Der Edurus-Trank macht dich unverwundbar. Oh, das Effekt des Fokustranks. Okay, das ist alles eher so auf Tränke ausgelegt, der Raum der Wünsche. Zaubersprüche. Ja. Nee, da sammeln wir noch ein bisschen, ne? Stimmt, wir müssen aber das Buch in die Kartenkammer bringen. Das habe ich auch völlig vergessen. Stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt habe ich wieder zugemacht. Wir wollen ja eigentlich nach Hogsmeade. Genau. Quests haben wir in Hogwarts selber keine, die wir noch nicht angenommen hätten. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier Bedarf. Was ist das hier? Der alte Narr. Ach ja, das war ein Shop. Stimmt. Ja, dann gehen wir mal. Da ist der Quidditch-Bedarf. Wir gehen dann mal am besten zu Südhogsmeade. Nee. Nicht so. Ich würde gern hier reisen. Dankeschön. Ja, ich freue mich riesig jetzt drauf, gleich einen Besen einzukaufen. Oh, der Quidditch-Laden da drin. Oh, ich werde da drin. Oh, ich will alles mitnehmen. Oh, es ist schon wieder Nacht, ne? Naja, okay, wir gucken mal, ob der Laden offen hat. Ob wir da reinkommen. Beziehungsweise, hier haben wir auch einen Laden, in den wir rein müssen. Ist das? Das ist sogar der Quidditch-Laden. Ah, so. Ein neues Gesicht. Wunderbar. Hallo? Oh, schade, dass es jetzt gerade dunkel ist. Ach, guck an. Revelio. Ich habe gerade überlegt, ob wir schnell warten sollen, bis die Sonne aufgeht. Spindwitchs Sportbedarf. In diesem Geschäft, das von dem liebenswürdigen Albie Weakes geführt wird, werden alle Arten von Sportartikeln für Zauberer verkauft, darunter auch die neuesten Besenmodelle. Albie selbst, so sagt man, arbeitet an einer Reihe von Besenverbesserungen. Sehr, sehr cool hier. War doch kleiner, als ich es mir vorgestellt habe, muss ich ehrlich zugeben. Ja, okay, wir sind voll. Ja, komm, wir kaufen dann erstmal ein. Vielleicht können wir hier auch ein paar Sachen verkaufen. Hallo, Mr. Weakes, nicht wahr? Albie Weakes, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spindwitches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar.
Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Okay, ich werde mich umsehen. Danke für Ihre Zeit. Sie mussten aufgrund der Handelswege schließen? Sie mussten Spintwitches wegen unterbrochener Handelsrouten schließen? Schrecklich. Handelswege wurden als unbrauchbar gemeldet. Anscheinend übernehmen Kriminelle die Straßen und bedrohen die Dörfer. Ich fliege äußerst sicher, aber versuchen Sie mal mit einem Vorrat an Besen auf dem Rücken zu fliegen? Gar nicht so einfach. Also gut, zurück an die Arbeit. Wenn Ihnen ein Besen gefällt, sagen Sie Bescheid. Was können Sie mir noch über Ihre Besen verraten? Können Sie mir mehr über Ihre Besen sagen? Sie sind meine Leidenschaft. Jedes Detail eines jeden Modells. Wie etwa der Windhauch, bekannt für den hochwertigen Eschengriff. Eibenweber sind selten, weil manche Angst haben, sie zu fliegen. Liegt vermutlich am düsteren Ruf von Eibenstäben. Dann gibt es noch den Glutsprint, bekannt für sein schickes Aussehen. Mir wird fast schwindlig vor Freude, täglich mit Besen zu arbeiten. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Laden so gerne führe. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Na, wonach suchen Sie heute? Okay, wir haben 5000. Ja, gut. Leisten können wir uns die alle. Glutsprintbesen. Hogwarts Hausbesen. Mondraketenbesen. Windhauchbesen. Und Eibenweberbesen. Ich guck mir die mal an. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ja, man sieht richtig viel. Okay, warte mal. Das geht so nicht. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ich warte erstmal ganz kurz, bis die Sonne wieder aufgeht hier. Ich will was sehen können. Man sieht ja hier nichts im Dunkeln. So. Sieht schon besser aus. Ich habe das da hinten zum Beispiel auch überhaupt gar nicht gesehen. Ist mir überhaupt nicht ins Auge gefallen. So, nochmal. Wonach suchen Sie heute? Wir gucken uns jetzt nochmal in Ruhe an. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Der Glutsprintbesen. Sieht an sich schon ganz cool aus, dass der hinten so leuchtet. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Der Hogwarts Hausbesen. Der Mondraketenbesen. Ach, der hat eine Laterne vorne dran. Steht auch was dabei. Der perfekte Besen für alle mit feurigem Temperament. Ein Besen, der verzaubert wurde, damit du mit Stolz dein Haus in Hogwarts feiern kannst. Dieser hochwertige aus Esche gefertigte Besen steht für außerordentliche Stabilität. Ein stilvoller Besen, der leicht zu handhaben ist. Wirklich. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Aha. Ein komfortabler und schneller Besen mit einem einzigartigen Webmuster. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Boah, die sehen alle. Sehen alle ein bisschen merkwürdig aus, ne? Fliegetechnisch weiß ich. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Fliegetechnisch weiß ich gar nicht, ob die jetzt wirklich einen Unterschied machen. Der Hogwarts Hausbesen. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ja. Ich hätte halt am liebsten so einen richtig schönen, edlen Besen gehabt, aber wahrscheinlich kommen die erst mit der Zeit, ne? Das sind wahrscheinlich alles so Anfängerbesen hier. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Mich stört ein bisschen, dass da eine Laterne dran hängt. Nicht ganz ehrlich. Man wird wahrscheinlich schon sinnvoll sein, aber es stört mich ein bisschen. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Perfekter Besenfall mit vollem Temperament. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ich würde fast erstmal mit dem Hogwarts Hausbesen gehen. Bin ganz offen. Weil die anderen gefallen mir alle nicht so. Die sehen alle ein bisschen komisch aus. Ich glaube, ich gehe erstmal mit dem Hogwarts Hausbesen. Erstmal ganz klassisch.
Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. So, und jetzt Sachen verkaufen. Das sind ja alles Sachen, die ich gerade nicht trage, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, ich kann ja theoretisch alles verkaufen. Ich kann eigentlich theoretisch alles verkaufen. Weil ich hier die Optik eh anpassen kann. Gegenstand verkaufen. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Schal muss ich gleich nochmal gucken. Da muss ich gleich auch nochmal gucken. Ich kann nicht verkaufen. Da gucke ich auch gleich nochmal. Den kann ich verkaufen. Das kann weg. Das kann weg. 43, 46, 43. Die haben alle noch keine besonderen Eigenschaften oder sowas. 43, 46, 43. Ich glaube, was dann? Kann ich das und das? Das verkaufe ich mal. Gut. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Mhm. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Mhm. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Ja. Aber wir fragen uns nochmal durch. Wie lange sind Sie schon an Besen interessiert? Seit ich mein erstes Quidditch-Spiel gesehen habe. Die Flugmanöver, die Spieler. Manche Leute haben so ihre Zweifel an mir und meinen Ideen. Hoffentlich helfen Sie mir trotzdem. Ich weiß, dass ich an etwas dran bin. Ja, Quidditch. Schade, dass sie hier so offen über Quidditch reden und das selbst gar nicht vorkommt im Spiel. Warum soll ich Ihnen von diesem Besenflug berichten? Eigentlich hatte ich Imelda um Hilfe gebeten, aber sie hat ein paar Angewohnheiten beim Fliegen, die Zusammenarbeit erschweren. Ich brauche jemanden, der keine schlechten Gewohnheiten hat und gut fliegen kann. Everett meinte, sie sind ein Naturtalent auf dem Besen. Er studiert hier immer die neuesten Modelle. Er ist fast so besessen von Besen wie ich. Wenn Sie mit Hilfe Ihres angeblichen Flugtalents Imeldas Zeit schlagen können, wäre Ihre Beurteilung des Besens unschätzbar wertvoll. Mhm. Warum soll ich Ihnen von diesem Besen? Eigentlich hatte ich Imelda um Hilfe gebeten. Entschuldigung, habe ich versehentlich doppelt dasselbe gedrückt? Sie hatten wohl wirklich bei Kogawa Unterricht. Ja, aber dass mir die technischen Elemente der Besen stets wichtiger waren als das Fliegen, hat sie wahnsinnig gemacht. Sie findet es gut, dass ich jetzt Bandwitches leite. Ich glaube, keiner von uns dachte, dass ich mal Klatscher für die Cannons oder Eintracht Pfützensee wegschlage. Und ich finde es befriedigend, gegenüber denen Recht zu behalten, die mich für zu jung halten, um diesen Laden zu führen. Mit ihrer Hilfe kann ich beweisen, dass ich der Anbieter mit dem umfangreichsten Wissen über Zaubersportartikel bin. Okay, machen wir. Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie.
Okay, auf dem Quidditch-Feld dann also. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Von den Besen her hoffe ich, dass da noch ein bisschen unterschiedliche Auswahl kommt. Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen Abwechslung kommt, was die Besen-Designs angeht. Das wäre schon cool. So, guck mal, da ist auch noch eine Kiste. So, und dann gucken wir mal uns ganz kurz die Ausrüstung an. Hier. Handschuhtechnisch haben wir nur die einen. Brillentechnisch. Zack. Ja, nehmen wir dann den hier. Ach, das sieht so schlimm aus, ne? Machen aber dann wieder hier natürlich Erscheinungsbild ohne Brille. So, dankeschön. Tutmäßig. Hals. Haben wir aktuell hier 30. Eine Verteidigung 56, 40. Nehmen den hier. Hoffe ich, mache das am Ende hier alles richtig. Aber bis jetzt hat sich noch nie einer drüber beschwert, deswegen gehe ich mal davon aus, es wird schon passen. So, 35, 46. Verteidigung. Ja, komm, wir nehmen wieder das hier. Legen das natürlich wieder auf die normale Uniform. Schuluniform. Das ist ja die normale, oder? Ich bin schon... Schuluniform mit stilvoller Weste. Ich bin schon leicht verwirrt gerade. Ich glaube, das ist die hier. Werden wir ja später sehen. So, und hier war auch nichts mehr. Gut, und dann haben wir jetzt Besen. Da können wir aber keine Aussehen ändern, wie es scheint. Oder wir kriegen es später erst angezeigt. Gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Besen. Ich hoffe, dass wir da nachher nochmal so ein paar richtig schöne Besen kriegen. So, ich verkaufe gerade nochmal meine Sachen. Wonach suchen Sie heute? Vielleicht gibt es ja auch in anderen Ortschaften auch nochmal Besen. Also ich glaube nicht, dass wir die alle hier kaufen müssen. Ja, komm schon. Zack und zack und zack und zack. So. Sehr gut. Der Klutschpunkt Besen. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Er hätte mir halt an sich schon ganz gut gefallen, weil er sehr quidditchig aussieht. Aber... Dieser Artikel ist von höchster Qualität. An sich kaufen könnte ich sie alle, ne? So ist es ja nicht. Auch der gefällt mir eigentlich ganz gut. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Komm, was soll der Geiz? Ich kaufe den einfach mal. Sie werden diesen Besen lieben, das verspreche ich Ihnen. Ich kaufe die Besen einfach mal alle. So, dann haben wir die Qual der Wahl einfach abgestellt, indem wir einfach alles haben. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Protego! Nee, nicht Protego. Raus will ich. So. Und dann gucken wir mal. Können wir den jetzt dann schon benutzen? Nehmen wir gerade den. Ich will mal wissen, wie der aussieht. Ich frage mich, ob sie den goldenen Schnatz in Bodmin Moor je... So, wie kann ich denn jetzt meinen Besen benutzen? Hätte, wenn mein Schulleiter Quidditch verbannt hätte. Ach,
Da unten sehe ich, glaube ich, gerade ein durchgestrichenes Besensymbol, oder? Kann das sein, dass ich in Hogsmeade selber nicht fliegen darf? Ist das so? So, dann gehen wir doch mal. Da unten kriege ich was angezeigt. Muss ich denn da wirklich hin? Nee, das ist... Okay, das ist nicht das, wo ich hin muss. Hier muss ich eigentlich hin. So. Das ist da hinten. Was für ein unglaublicher Da oben, 50 Meter noch. Sprich mit Perry Pippin. Da rein. Hallo! Hallo. Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Hallo, Mr. Pippin, Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Keenbridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Was soll denn geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Wie soll ich Qualität bieten, wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt? Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Ja. Sie klingt anstrengend. Nee, das sagen wir mal nicht. Ich helfe gerne bei der Lieferung. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, wahrlich. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie Ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. Bahnt sich da etwa was an? Wie kann ich heute behilflich sein? So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Boah. Die Tränke sind ja richtig teuer. Also die Rezepte für die Tränke. Fokustrank, Maximatrank, Mega Power Trank, Edurus Trank, Donnergebräu, Fokustrank. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, welches die Tränke sind. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Welches die Tränke sind, die wir für den Auftrag holen sollen. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Edurus. Also wir brauchen einen Edurus, ein Maxima und einen Fokustrank. Wie kann ich heute behilflich sein? Einen Fokustrank brauchen wir. Ja, komm schon. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Einen Edurus-Trank brauchen wir. Und einen Maxima-Trank brauchen wir. Ich Gut. hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Haben wir die auch. So, dann checken wir gleich nochmal die Aufgaben. Wir haben dann nämlich... Das machen wir in Hogwarts. Die haben wir besorgt. Die müssen wir jetzt nur noch testen. Ich weiß, dass ich Zaubertränke und Rezepte... Mein Handbuch wird mir nicht... Es sieht so aus, als hätte eine Haustruhe noch Platz. Und die Schlüssel, die Flugprüfung, sprich mit auf dem Quidditch-Feld, ja. Machen wir danach noch. Das sind die Tränke, die wir liefern müssen. Und das ist Hauch von Liebe. Okay. Die Lieferung. Genau, die Lieferung ist gerade markiert. War es ganz schön weit. Gucken wir mal, wo bin ich denn gerade in Hogsmeade? Bin da oben. Das heißt, wenn ich mich rumdrehe, bin ich schneller aus dem Ort draußen. Oha. Ja,
Was habe ich denn da gemacht? So. Jetzt könnten wir eigentlich den Besen benutzen, ne? Die Frage ist nur, wie. Die Frage ist, wie benutze ich den Besen? Revelio. Ich würde gern dieses Teleportieren nochmal machen. Ach ja, okay. Okay. Das ist ja nice. Cool. Okay, das habe ich ganz vergessen, dass ich das scheinbar mal als Talent freigeschaltet habe. So, aber ich wüsste immer noch gern, wie ich den Besen jetzt aktiviere. Können wir ganz kurz in den Einstellungen gucken? Steuerung. Protego, Blockieren und Stupor, Aktion, Basiszauber, Werkzeugrad, verzauberter Kompass. Da steht nichts vom Besen. Nee, da steht leider nichts. Probier mal das Werkzeugrad. Das Werkzeugrad zu benutzen. Dazu müsste ich LB gedrückt halten. Vielleicht. Nee, da ist der Besen auch nicht. Ach doch, da! Besen, B. Okay, dann fliegen wir mal. Mal runter aufs Wasser. Okay, das ist schon cool mit dem Fliegen. Aber das macht schon Bock. Ach, ist das... Solange ich unten am Boden bleibe, verbraucht es keine Ausdauer vom Besen, wenn ich schnell fliege. Okay, das ist gut zu wissen. Boah, da kommen wir schon wesentlich schneller von A nach B, ne? Ich überlege mir nur, ob ich die Flugsteuerung noch invertiere heißt das, ne? Ja, invertiere, genau. Damit, wenn ich mit dem Joystick nach oben drücke, dass er nach unten geht und umgekehrt, so wie es halt klassisch beim Fliegen eigentlich ist. Nase hochziehen, Nase runterdrücken quasi. Da unten fährt der Wagen rum. Von diesem Händler wahrscheinlich. Fliegen ist schon toll. Aber man sieht jetzt schon eindeutig, ne? Ich hab das jetzt mal gemacht, weil es für die Mission ist. Dass wir so weit weg müssen. Man verpasst halt extrem viel unten am Boden dadurch. Wir haben jetzt halt quasi eine riesige Strecke zurückgelegt. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Wir haben jetzt eine riesige Strecke zurückgelegt. Von der wir nichts gesehen haben. Hallo? Madame Le Wang? Ich habe eine Lieferung von Jay Pippins Zaubertränke. Ha! Schickt ein Kind vor, um seine Arbeit zu erledigen, was?
Er nimmt immer den einfachsten Weg, um es sich leicht zu machen. Mussten Sie die etwa auch für ihn brauen? Spielt keine Rolle. Sie können das vermutlich ohnehin besser als er. Warum ist die so drauf? Warum bestellen Sie bei ihm, wenn Sie mit der Qualität nicht zufrieden sind? Anscheinend versuchen immer mehr meiner Kunden, sich vor mir zu verstecken. Ich verurteile das nicht. Sie wissen ja nicht, welchem Druck ich ausgesetzt bin, hochwertige Produkte zu liefern. Im Gegensatz zu anderen Verkäufern bemühe ich mich um zufriedene Kunden. Mhm. Ich mag die nicht. Hier sind die angeforderten Zaubertränke. Glauben Sie, dass das so einfach ist? Ich weiß, dass Pippin seine Kunden ständig hinters Licht führen will. Er tut alles, um auf Kosten der Qualität einige Galleonen für sich zu sparen. Sie sehen keinen einzigen Knut, bis ich weiß, dass die Zaubertränke funktionieren. Trinken Sie! Ja, ich trinke die. Und zwar aus dem Grund, weil ich Vertrauen habe, dass dieser Pippin seine Arbeit richtig macht. Klingt einfach. Das mache ich. Das hoffe ich doch. Trinke einen Unsichtbarkeitstrank. Mal kurz Inventar, weil ich glaube, unten sind nämlich die Powertränke, ne? Was sind denn die Tränke? Flurfliegen? Wie trinke ich den denn? Revelium. Okay, da bimmelt irgendwas. Aber ich check noch nicht so ganz, wie ich den Trank trinke. Ach, hier wahrscheinlich. Unsichtbarkeitstrank. Anlegen, loslassen, ja. Zept. Durustrank. Ach, da unten steht's jetzt. Ach, ja. Entschuldigung, ich muss mit der Steuerung echt manchmal nur wieder ein bisschen zurechtkommen. So, funktioniert doch. Sie scheint zu wirken. Nun, ich vermute, das genügt. Wenn die Nachfrage nach Tränken so groß ist, wäre es da nicht einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten? Sie könnten ihre Rezepte und Fähigkeiten kombinieren. Ha! Keine Chance. Dieser Nichtsnutz hat seinen Laden geerbt. Wir anderen mussten unseren eigenen Weg gehen. Er soll nicht von meiner harten Arbeit und meinem Verstand profitieren. Wenn er scheitert, dann soll er nur. Ich mag die nicht. Sie erwähnten, dass immer mehr Kunden versuchen, sich zu verstecken. Warum eigentlich? Nun, ich kann nicht für alle sprechen, aber meine Erschwinderinnenkundschaft hat sicher ihre Gründe. Aber das würde ich an ihrer Stelle ganz schnell wieder vergessen. Toll, die hat Erschwinderinnen als Kunden. Ich lasse Mr. Pippin wissen, dass ich die Tränke wie gewünscht geliefert habe. Tun Sie das. Nö. Ich sollte jetzt gehen. Ich kaufe bei dir nicht Vielen ein. Vielen Dank. Ich habe gerade für einen Moment überlegt, ob ich mal gucke, was die so hat, aber ne. Mm-mm. So. Jetzt nichts wie zurück. Wir hauen erstmal hier ab. Das ist ein Gebiet, in dem wir eigentlich noch nicht sind. Da gehen wir dann später irgendwann nochmal hin.
Ich will jetzt hier nicht zu weit vorweggreifen, nur weil die Mission uns mal kurz hier hingeleitet hat. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Nee, aktuell nicht. Hier sind wir noch nicht. Hier sind wir noch nicht. Aber jetzt, wo wir einen Besen haben, können wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir die nähere Umgebung, wo wir schon gewesen sind, nochmal ein bisschen abfliegen bei Gelegenheit und gucken, weil da sind ja noch die ein oder anderen Merlin-Aufgaben, dass wir die auch mal machen, dass die nicht offen bleiben. Weil die würde ich schon gerne mitnehmen eigentlich. So, und mich würde interessieren, ob spätere Besen auch noch schneller werden. Ob es dann wirklich auch Besen gibt, die richtig zackig sind. Weil es gibt keine Geschwindigkeitsanzeige bei den Besen, die ich bis jetzt gekauft habe, ne? Das heißt, die unterscheiden sich eigentlich nur optisch bisher. Ich weiß nicht, ob es dann später welche gibt, die einen Geschwindigkeitsboost oder so kriegen. Das werde ich dann sehen, wenn es soweit ist. So. Vielleicht sind wir in Hogsmeade. Also. So, nach Hogsmeade dürfen wir mit dem Besen nicht rein, da ist Flugverbotszone. Dann gehen wir da zu Fuß hin. So. Gehen wir mal die Quest noch ab. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Ich habe die Tränke Fatima Lawong gebracht. Sehr gut. Und hat sie Ihnen Ärger bereitet? Ich verstehe, warum Sie nicht gegangen sind. Sie war sehr streitsüchtig. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Wenigstens ist das jetzt erledigt. Nee, wir verlangen keine zusätzliche Belohnung. Es war schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Mr. Pippin. Gleichfalls. Wenn man sich nicht selbst mit dieser Hexe herumschlagen muss, nimmt man gerne die Kosten in Kauf. Viel Glück mit Ihren Tränken, Mr. Pippin. Auf bald. Sehr gut. Auftrag abgeschlossen. Gut, haben wir geschafft. Schließe Nebenaufgaben ab. 9 von 10 oder 9 von 100? Ich habe es gerade eine Sekunde lang nicht rechtzeitig gesehen. Wir machen mal hier wieder unsere Powertränke drauf. Unsere Powertränke. Ach, die sind wahrscheinlich... Okay, ich verstehe, die sind da gar nicht dabei. Weil die während dem Kampf quasi nur wählbar sind. Ja, dann machen wir hier mal den Kohl wieder hin. So. Ja, ja, die stehen ja da unten rechts, die Powertränke. Okay, ich habe nichts gesagt. Never mind. Gut. Dann würde ich aber fast sagen... Das war's wieder für heute, weil jetzt müssen wir dann als nächstes diese Tränke testen und zurück ins Schloss mit Sebastian reden. Das schaffen wir aber heute nicht mehr in der Folge. Deswegen... Deswegen würde ich sagen, ich verabschiede mich hier an der Stelle. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war wieder unterhaltsam. Und ja, mal gucken, was jetzt als nächstes auf uns zukommt. Wir haben jetzt den Raum der Wünsche, wir haben jetzt Besen. Ich glaube, die größten essentiellen Sachen haben wir jetzt dann bald. Ein bisschen was noch an Zaubersprüchen lernen, aber Hogwarts ist, glaube ich, relativ bald an dem Punkt, wo wir durch sind, würde ich fast behaupten. Und wo die Main Story immer wichtiger wird. Wir gucken uns das aber auf jeden Fall an. Nicht in der nächsten Folge, aber auf jeden Fall bald wieder, sobald wir die ganzen Nebenquests wieder abgeschlossen haben. Ich bedanke mich. Macht's gut, bis dahin.